Hallo, ich bin Erwin. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Und zwar, wie ich Freunde gesucht habe. Geht gleich los. Eines Tages stand ich auf der Wiese mit meinen Eltern. Ich habe mich so gelangweilt. Ich wollte so gerne mit jemandem spielen. Aber Papa und Mama, die wollten nicht spielen. Die wollten nur Gras fressen und ihre Ruhe haben. Oh, wie doof. Papa, Mama, ich gehe jetzt los und suche jemanden zum Spielen. Der kleine Erwin suchte eine Lücke im Zaun, wo er durchkrabbeln kann. Er findet eine Stelle, wo ein Brett locker ist. Dem Kopf ruckelt er ein bisschen gegen das Brett. Bum, bum, bum. Und es löst sich und Erwin kann unter dem Zaun durchkrabbeln. Krabbel, 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 krabbel. Oh ja, jetzt gehe ich meinen Freund Igor Igel besuchen. Mit dem kann ich bestimmt schön spielen. Er läuft los und guckt hier und guckt da und guckt und guckt. Und dann findet er einen riesengroßen Laubhaufen. Ah, da drin wohnt mein Freund Igor Igel, weil es so schön warm ist. Erwin Esel steckt seine Nase in den Laubhaufen und schnuffelt. Ja, ja, es riecht nach Igel. Aber der kleine Igel, der macht Winterschlaf. Der kleine Esel hört ihn nur schnarchen. Oh, wie langweilig, ruft Erwin. Mein kleiner Freund Igor Igel macht ja Winterschlaf. Da kann ich gar nicht mit ihm spielen. Da muss ich mal weiter gucken. Ich gehe jetzt in den Wald und suche meinen Freund Eike Eichhörnchen. Trapp, 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 läuft der kleine Esel Erwin in den Wald, wo die ganzen hohen Bäume sind. Er läuft herum und klopft an den Baum, wo Eike Eichhörnchen wohnt. Hallo Eike, bist du da? Stellt die Ohren auf, hört nix, keine Antwort. Er dreht sich rum und tritt mit seinen Hinterhufen peng gegen den Baum. Peng, peng, peng. Und da hört es auf einmal von oben. Ach Mist aber auch. Eike Eichhörnchen macht ja auch Winterschlaf. Wie doof ist das denn? Mit dem kann ich ja auch nicht spielen. Nein. Mit wem soll ich denn jetzt spielen? Ach, ach ja, ich suche am besten den kleinen Bären. Erwin geht weiter in den Wald. Trapp, 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 bis zur Bärenhöhle. Er klopft. Klopf, klopf, klopf. Hallo, kleiner Bär, ich will mit dir spielen. Hallo, hallo. Er klopft noch einmal ganz fest. Klopf, klopf, klopf. Dann dreht er sich wieder um und donnert mit den Hinterhufen. Peng. Da hört es von drinnen. Och Mensch, der Bär macht ja auch Winterschlaf. So was Dummes. Mit wem soll ich denn jetzt spielen? Hast du vielleicht eine Idee, mit wem ich jetzt spielen könnte? Du? Der kleine Erwin wird immer trauriger, weil er keinen zum Spielen hat. Aber dann hat er doch eine Idee. Ja, ich weiß was. Ich laufe zum See. Da wohnt Walter Waschbär. Bestimmt kann ich mit dem spielen. Läuft wieder los. Trapp, trapp.
trapp, 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 trapp. Endlich kommt Erwin zum See und platscht mit den Hufen hinein. Hallo, Walter Waschbär, ich will mit dir spielen. Aber Walter Waschbär hört nichts. Erwin platscht nochmal mit den Hufen ins Wasser. Platsch, platsch, platsch. Hallo Walter Waschbär. Endlich antwortet Walter Waschbär mit ganz leiser Stimme. Ich bin so müde, lass mich doch mal schlafen. Ich will mit dir spielen, ruft Erwin trotzig. Es ist doch Winter, sagt Walter ganz leise. Da bin ich immer so müde. Ich will nicht spielen. Ich will nur schlafen, essen, schlafen, essen. Immer leiser hat Walter gesprochen und dann hört Erwin gar nichts mehr, nur noch. Alle meine Freunde machen Winterschlaf oder ruhen sich aus. Mit wem kann ich bloß spielen? Hast du vielleicht eine Idee, mit wem ich spielen kann? Ich könnte es ja mal mit dir probieren. Hallo, spielst du mit mir?